Hallo meine Lieben, hier ist Alexandra von Pinselschere und Co. aus Hamburg. Ja, endlich Wochenende, eigentlich schon wieder fast vorbei, aber ich habe es leider nicht mehr geschafft, vorher das Video für euch fertig zu machen. Ich hatte nämlich gestern meinen ersten großen Teamtag der Stempeldirns und ja, der wollte vorbereitet sein und ja, gestern Abend hatte ich auch einfach keine Lust mehr, mich nochmal vor die Kamera zu setzen. Deswegen, heute ganz kurz, ich erfülle endlich einen länger gehegten Wunsch von euch und zwar einfach mal, um zu zeigen, wie man solche Anhängerchen basteln kann. Die sind seit meinem Album über meinen Opa, da habe ich sie hier nämlich auch, sind sie bei euch sehr beliebt und ich habe einige Anfragen bekommen, wie funktioniert das, wie machst du das? Ist ganz einfach, aber einmal gezeigt bekommen ist natürlich auch ganz nett. Hier habe ich halt auch das Anhängerchen für meine Schere damit gemacht. Und zwar arbeite ich mit unseren Bics. Wir sind im Moment in der Motivauswahl ein bisschen eingeschränkt. Ich zeige es euch heute mal anhand dieser Bics. Das ist die Blumen, und zwar Blumen allerlei nennt die sich. Mit unseren Bics könnt ihr nicht nur das normale Papier stanzen, sondern ihr könnt damit auch Stoff, Kork, ganz dünnes Holz und auch Pappe stanzen. Hier habe ich eine Pappe, die ist circa 1,5 mm dick. Hier habe ich eine, die ist gut 2 bis 2,5 mm dick. Das ist danach aber auch, glaube ich, schon das Maximalste. Aber wie gesagt, ihr könnt damit gut durchstanzen und damit könnt ihr super solche Anhänger machen. Habe ich gesagt, dass ihr auch Filz damit stanzen könnt? Wenn nicht, ihr könnt damit auch Filz stanzen. Und ja, ist alles kein Zauberwerk. Ich habe hier schon mal ein bisschen was vorbereitet. Und zwar habe ich hier mir schon einen Teil bezogen. Ich zeige euch, wie das geht. Und zwar habe ich möchte mit dieser Blüte hier arbeiten. Und damit ich nicht den ganzen Block durchstanzen muss, habe ich mal geguckt, wie groß die ist. Und ich denke, dass ein 2 Inch mal 2 Inch Stück großes Pappestück, das ist Graupappe, ich denke mal 1,5 mm dick, habe ich irgendwo bei mir in den Resten. Ich horte sowas immer mal, gerade für solche Sachen. Und dann habe ich hier zwei Stücke Designerpapier. Das ist aus dem Set Parkallee. Das sind so schöne, gedeckte, herbstliche Farben. Auch gut für Männerkarten zu verwenden. Da ist es nun gerade mal Calypso, aber auch super schöne Blüten. Ja, Brombeermus, das ist ja so ein Renner. Das ist echt ein schönes Designerpapier-Set. Hier haben wir noch so ein schönes Grün mit dabei. Holz, wie gesagt, für Männer. Und das ist eine super Idee, um Reste zu verwenden. Wenn ihr Mini-Alben macht und ihr braucht einfach nur ein paar Verzierteile und habt so kleine Papierstücken über, könnt ihr damit gut solche Chipboard-Teile machen. Also, wie gesagt, ich habe hier ein Stück Graupappe. Zwei gleich große Stücke Designerpapier. Und dann arbeite ich da ganz gerne mit einem Klebestift, den die meisten von euch gar nicht kennen, den wir aber schon ganz lange im Sortiment haben. Den gibt es in zwei, also den bekommt ihr in zwei Stück pro Packung und ist ähnlich einem Pritt-Klebestift, also ist so ein, ja, so eine Masse. Und die benutze ich ganz gerne für Mini-Books, um Graupappe zu beziehen. Und damit schmiere ich jetzt einmal schön dick meine Graupappe ein. Lege mir das Designpapier da drauf. Und dann mit unserem Papierfalter schon mal einmal ein bisschen streichen. Oh Gott, mein Deutsch ist heute nicht besonders gut. Ich habe gestern ein bisschen viel gequatscht, glaube ich. So, und auf der Rückseite, weil das soll natürlich von beiden Seiten schön sein, kommt auch nochmal ein bisschen Klebstoff drauf und wieder ein Stück Designpapier. So, das waren alle Vorarbeiten, die wir leisten mussten. Ich habe hier schon ein kleines Stück, ein kleineres Stück auch mit einem Designpapier aus demselben Set bezogen. Und jetzt brauchen wir unsere Big Shot. Ohne die geht ja bald gar nichts mehr auf dem Basteltisch. Und ihr braucht nur die zwei Acrylplatten. Und natürlich eure Bics. Und der Aufbau ist eine Acrylplatte unten drunter, die Bics. Dann kommt euer Chipboard-Teil da drauf. Die kleine Blüte ist hier in der Ecke. So. Ich hoffe, es reicht. Es müsste aber hinkommen. So. Dann kommt die zweite Acrylplatte da oben drauf. Sehr schön. Und dann wird das einmal durch die Maschine gezogen. Ein bisschen Anschub braucht sie. So. Das geht auch ganz einfach. Nicht so schwer, wie man denkt, dass es geht.
Maschine kann weg. Und dann seht ihr hier, gut, da oben an der Ecke bin ich ein bisschen knapp geworden, habt ihr euer Chipboard-Teil. Ganz einfach. Hier haben wir noch ein kleines. So. Und das Schöne ist, dadurch, dass der Klebstoff noch nicht ganz so trocken war, habt ihr hier an der Vorderseite einen echt schönen Abschluss, weil das so ein bisschen drum zieht. Auf der Rückseite ist es ein bisschen schärfer, die Kante, aber das ist nicht wirklich schlimm. Wenn ihr jetzt diesen Graupapperrand nicht haben möchtet, dann nehmt ihr euch einfach unsere Marker in der passenden Farbe. Das ist Brombeermus und das müsste Osterglocke sein. Das ist aber, glaube ich, Safrangelb hier. Osterglocke. Nehmt euch die Pinselspitze und dann könnt ihr hier quasi den Rand noch in der gewünschten Farbe einfärben. Einfach schön drumherum gehen. Das wird jetzt ein bisschen dunkler, weil natürlich die Graupappe grau ist, wie ihr Name schon sagt. Aber ich finde das nicht wirklich schlimm. Ich persönlich finde den Graupapperrand auch nicht wirklich schlimm. Aber das kann ja jeder von euch so entscheiden, wie er das gerne hätte. So, einmal drumherum. Wer es inken mag, kann es auch gerne inken. Ich bin ja bekanntlich nicht so der Fan vom Inken. Und also ich inke lieber gar nicht, als dass es schlecht geinkt ist. Und ja, jetzt sind wir hier auch einmal rum. Das Gelb fällt jetzt nicht ganz so auf, aber es ist wenigstens ein bisschen angeglichen. So, und um das aufzuhängen, brauchen wir hier natürlich noch ein paar Löcher. Und da nehme ich meine Crocodile, die ist nicht im Sortiment von Stampin' Up. Wir haben zwar auch Stanzen, aber ich glaube, da kommen wir nicht mit durch die Pappe. Und loche mir dann hier einmal die Blüte durch. Mit der Crocodile kommt man da ganz gut durch. Und durch das kleine ziehen wir uns auch noch ein Loch. Weil ich finde das natürlich auch schön, wenn so Anhängerchen auch doppelt sind und so. Und dann habe ich mir, wenn ihr googelt oder bei eBay oder bei Amazon oder wo auch immer, eingebt Kugelkette. Ich habe mir hier so, das gibt es als Meterware, kleine Kugelketten gekauft und ich glaube, die sind 1 Millimeter im Durchmesser, die kleinen Kugeln. Und da könnt ihr euch dann eure Anhänger ganz individuell machen. Einfach durchfädeln, gucken, wie lang soll es sein. So. Ungern mit einer Schere, lieber mit einem Drahtschneider. Und um das zu verschließen, gibt es auch die passenden Verschlüsse. Da wird die Kugel so, das wird ein bisschen aufgebogen. Nicht unbedingt fingernageltauglich, aber wir haben ja Werkzeug. Falls ich jetzt mal ein bisschen aus dem Bild verschwinde, ich muss das auch sehen und will euch ungern mein Haupt schon wieder zeigen. So, dann fädeln wir es erstmal auf einer Seite ein. Dann wird das Ganze mit einer kleinen Zange wieder zugebogen. Ich habe heute sogar noch unegale Finger. So, und dann habt ihr jetzt natürlich die Möglichkeit, es aufzufädeln und gleich die Schere oder wo ihr es dranhängen wollt, wo das Anhängerchen dran soll, wird natürlich mit eingefädelt und dann wird es auf der anderen Seite, wird wieder die Kugel hier so durchgezogen. Das ist heute irgendwie nicht so unbedingt meins, dieser Fummelkram. Aber das kriegen wir hin. So. Ihr habt ein bisschen Zeit, ne? Vorführeffekt. Es ist heute nicht mein Tag für Fummelkram.
So, jetzt eingefädelt. Zubiegen. So, und damit habt ihr euer Anhängerchen fertig. Und passend dann zu eurem Album, je nachdem oder wofür ihr es verwenden wollt, gleich in den passenden Farben, im passenden Design euer Anhängerchen mit dazu. Das sieht jetzt hier echt verloren aus, aber ja, ganz einfach, ihr habt gesehen, es ist kein Hexenwerk und so schnell. Ach, seht ihr, jetzt fällt mir noch was ein. Da fehlt natürlich noch ein bisschen was dran. Natürlich auch gerne noch ein Stück Band, ne? Dann nehmen wir noch eine dritte Farbe, eine von unseren aktuellen In-Color. Das franzt dann mit der Zeit auch schön aus, kriegt dann so ein bisschen Shabby-Style. Und ja, damit ist das Anhängerchen dann, jetzt sieht es auch nicht mehr ganz so nackert aus. So, fertig. Eigentlich ist es ein ganz kleines Projekt, hat doch wieder Zeit gedauert. Also, heute Abend ist Sammelbestellung. Ansonsten wünsche ich euch einen guten Start in eine schöne Woche. Das Wetter ist vielversprechend. Ich hoffe, es wird sonnig. Ansonsten sehen wir uns, wenn ich es schaffe, am Dienstag zur Stempelklasse wieder. Und ansonsten nächsten Samstag mit einem neuen Wochenendvideo. Es wird ein kleines Mini-Album geben. So viel darf ich schon verraten. Also, habt eine schöne Zeit, habt einen schönen Sonntag. Tschüss aus Hamburg. Tschüss.